Im Drama der Griechen kämpft der Held gegen das Schicksal und unterliegt. Der Zuschauer, der beide Seiten sieht, er ist wissender als der Held des Dramas, empfindet Gruseln. Der Zuschauer weiß, dass es nicht anders sein kann. Der Held kann nicht siegen, er muss untergehen. Fromme Schauer durchrieseln ihn. Der Zuschauer empfindet Schadenfreude. Die himmlische Freude des in seiner schwachen Kleinheit Geborgenen. Der Zuschauer darf, wie diejenigen, die hochfliegen wollen, tief fallen. Die frommen Schauer lassen ihn klein bleiben. Klein vor den Priestern, bescheiden vor den Göttern. Wir können auch sagen, bescheiden vor den Priestern, klein vor den Göttern. Der Held des Dramas ist verstrickt in Schuld. Im wachen Gewissen des Menschen ist nichts einfacher zu erregen als Schuldgefühl. Aber die Schuld, in die der Dramenheld sich verstrickt, ist von priesterlichem Scharfsinn meisterhaft erdacht. Unwissentlich hat der Held gegen die Gebote der Götter verstoßen, Götter gekränkt. Und oft läuft er gerade in dem Bestreben, einer solchen Schuld zu entgehen, in sie der unwissend Schuldige ist tragischer Held des Dramas. Der wissend Schuldige ist Objekt des zuständigen Gerichtshofes, des Areopag. Im 5. Jahrhundert, zu der Zeit, in der die drei großen Tragödiendichter lebten, glaubte kein gebildeter Mensch in Athen noch an den Wahrheitsgehalt der Mythen und Religionslehren. Überall, wo Griechen wohnten, machten Menschen den Versuch, die Welt mit ihrem Verstand zu begreifen, sie vernünftig und logisch zu erklären und frei von Aberglauben, die Wahrheit in der Natur zu erkennen. Die reichen Athener wollten ihren Kindern eine gute Bildung vermitteln, lesen und schreiben, einfaches Rechnen und die Kenntnis von Homer und Hesiod genügten nicht mehr. Man holte berühmte Naturwissenschaftler, Ärzte und Philosophen nach Athen und Männer wie Perikles waren stolz drauf, wenn diese Gelehrten in ihrem Hause verkehrten und Freunde genannt werden durften. Anaxagoras aus Klazomenai, ein Mann, der als der klügste aller ionischen Philosophen seit Thales galt. Er lehrte, dass die Welt sich aus dem Chaos durch Verbindung und Trennung verschiedener Urstoffe gebildet habe. Der feinste und reinste aller Stoffe, der Denkstoff, den sich Anaxagoras ganz materiell vorstellte, habe das Chaos in Bewegung gesetzt. Anaxagoras unterrichtete die Kinder der wohlhabenden Athener in Philosophie und Naturwissenschaften. Aber auch viele Erwachsene kamen zu ihm und hörten sich seine Vorlesung an. Er erklärte, dass unsere Welt mit allen ihren Erscheinungen erkennbar und begreifbar wäre durch die menschliche Vernunft. Und wenn jemand ihn über das Wirken der Götter befragte, lächelte er nur und sagte, er wisse leider zu wenig über sie. Viele hundert, viele tausend Menschen in Athen gehörten zu seinen Schülern und diskutierten seine Schriften. Den Priestern war er ein Dorn im Auge und ein ständiges Ärgernis. Als er eine kleine Schrift über astronomische Fragen veröffentlichte, in denen er behauptete, die Sonne sei ein glühender Stein von riesigen Ausmaßen, größer als die Peloponnes, der Mond aber sei kleiner als die Sonne und kühl wie die Erde, und der werde wie die Sonne von der Sonne beschienen. Daher sehen wir immer nur die helle Seite. Wurde er wegen Gotteslästerung angeklagt und vor die Richter des Areopag gestellt. Er war mit Perikles befreundet und Perikles stand damals auf der Höhe seiner Macht. Aber auch Perikles konnte nicht verhindern, dass das Anaxagoras zum Tode verurteilt wurde. Er konnte ihm gerade noch die Flucht aus Athen ermöglichen, sodass er den Giftbecher nicht zu trinken brauchte. Anaxagoras flog nach Lampsakos am Hellespont, einer Stadt, in der, wie in allen Städten Kleinasiens, die Priester toleranter, aufgeschlossener und gebildeter waren. Ein anderer Philosoph, dessen Freundschaft sich Perikles rühmen könnte, war Protagoras, ein Sprachwissenschaftler aus Abdera in Thrakien. Von ihm stammt der Satz, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Eine einfache Feststellung mit einem Kern von großer Sprengkraft. Er ging von dem Grundsatz der Gleichheit aller Menschen aus, ohne die eine Gemeinschaft in Freiheit nicht denkbar sei. Und auch das ist eine jener simplen Feststellungen,
die über Jahrtausende hinweg ihre Explosivität nicht verloren haben. Natürlich wurde er auch wegen Atheismus angeklagt. Er entzog sich der Verurteilung durch Flucht auf einen klapprigen Kasten, der ihn nach Sizilien bringen sollte. Aber er ertrank unterwegs. Sein letztes Buch wurde von den Priestern in einem feierlichen Akt auf dem Marktplatz von Athen verbrannt. Es begann mit dem Satz: Ob es Götter gibt oder ob es Götter nicht gibt, ich weiß es nicht. Georgias, ein Philosoph aus Leontini in Sizilien, beeindruckte die Athener durch seine Beredsamkeit. Damals wie heute, wir alle haben eine Schwäche für Menschen, die überzeugend reden können. Georgias lehrte, dass es keine Götter gebe, aber wenn es Götter gäbe, so wären sie unerkennbar. Und wenn es sie doch jemand erkennen könnte, so wäre es ihm nicht möglich, diese Erkenntnis einem anderen Menschen zu beweisen. Also können wir mit Fug und Recht sagen, das, worum wir am meisten Geschrei in der Welt machen, ist ein Nichts. Dieser Georgias kam nicht vor den Areopag. Er war kein Athener, sondern sizilianischer Gesandter in Athen und stand unter dem Schutz, unter dem Diplomaten zu stehen pflegen. Zuletzt aber wollen wir von dem erstaunlichsten Gelehrten berichten, der zur Zeit des Perikles nach Athen kam, von Demokrit aus Abdera, einem Freund des Protagoras und einem Schüler des Leukipp aus Abdera. Ich will gleich sagen, warum ich diesen Mann erstaunlich finde. Er hatte ein dem unsrigen heute so ähnliches Weltbild, das man nur schwer begreifen kann, wie das möglich war. In den 23 Jahrhunderten, die zwischen ihm und uns liegen, nahm niemand ihn ernst. Kluge Leute heute sagen, er habe die Wahrheit spontan und intuitiv getroffen. Aber im selben Augenblick sagen sie, sein Lehrer Leukipp hätte ihn darauf gebracht. Leukipp, ein Mann, von dem wir so gut wie gar nichts wissen. Ich glaube, er ist einer der großen Merkwürdigkeiten der Geistesgeschichte, dass Leukipp und Demokrit, beide aus Abdera, einer kleinen, schön gelegenen Stadt an einer Bucht der thrakischen Küste, eine der ältesten griechischen Siedlungen im Norden der Ägäis, schon Herakles soll sie gegründet haben, auf den Gedanken kam, dass alle Materie aus Atomen zusammengesetzt ist, aus einer unbegreiflichen Anzahl unbegreiflich kleiner Korpuskeln, die nicht teilbar sind. Die unteilbaren Atome, sagen unsere Oberschüler. Die unteilbaren Atome des Demokrit sind eben doch teilbar. Nun gut, teilen wir sie. Soweit ich unterrichtet bin, ist der Moment, in dem wir anfangen, in größerem Umfange die unteilbaren Atome des Demokrit zu teilen, ein ganz neuer Beginn auf das Ende jenes langen Weges, der uns aus dem Wasser und Schlamm hinausführte, bis hin zur weißen, in der Sonne glänzenden Stadt Abdera. Die Atome, lehrt Demokrit, können wir nicht sehen. Niemand kann sie sehen, sie sind zu klein. Aber nicht durch Wahrnehmung, sondern durch Denken wird Wahrheit erkannt. Und der Weg der Gedanken, der Demokrit zu der Wahrheit der Atome brachte, ist einfach und leicht zu verstehen. Wenn Körper unendlich teilbar sind, so muss man zugeben, dass man theoretisch die Teilung begreifen kann. Nach geschehener Teilung bliebe nun entweder noch etwas Ausgedehntes oder Punkte ohne alle Ausdehnung oder nichts übrig. Bleibt Ausgedehntes zurück, dann ist die Teilung noch nicht vollendet. Bleiben nur Punkte ohne Ausdehnung zurück, dann könnte man beliebig viele solcher Punkte wieder zusammensetzen und sie würden noch nie etwas Ausgedehntes ergeben. Und blieben nach einer Teilung nichts, gar nichts übrig, so wäre das ein Beweis dafür, dass es keine Körperwelt gibt, dass dasjenige, was wir geteilt haben, auch nichts war. Da aber die Körperwelt existiert, ist die Körperwelt nicht unendlich teilbar, sondern es muss einen Punkt geben, der Ausdehnung hat und nicht teilbar ist, eben das Atom. Und aus diesen Atomen, sagt Demokrit, sind nicht nur die Lilien auf dem Felde, die Wildenten und die Menschen gebildet, sondern auch Sonne, Mond und Sterne, das ganze unendliche Weltall. Es gibt viele Sonnen, Monde und Sterne, viele Sonnensysteme und Milchstraßen. Unsere Erde hier, auf der wir leben, die wir kennen und die uns freut, ist nur ein verschwindend kleiner Teil des Weltalls. Es gibt nur Atome und Leere. Die Atome kreisen in unendlichen leeren Räumen, in denen es kein Oben und kein Unten, kein Anfang und kein Ende gibt.
Demokrit stammt aus einer Arztfamilie. Und er war wohl auch selber Arzt, aber berühmt und in der ganzen Welt bekannt wurde er als Philosoph, Mathematiker und Philosoph. Bei den Griechen war der Beruf des Arztes erblich. Die Ärzte bildeten eine eigene soziale Gruppe, genau wie die Priester. Oft in den ersten Jahrhunderten gingen die beiden Berufe ineinander über. Oft wurde wohl in der gleichen Familie die Söhne Ärzte oder Priester oder Arztpriester. Aber schon am Ende des 8., im Anfang des 7. Jahrhunderts, also schon zu einem recht frühen Zeitpunkt, lösten sich in den ionischen Städten Kleinasiens beide Berufe voneinander. Beim Studium des menschlichen Körpers, seiner gesunden Funktion und ihrer möglichen Störung half das Wissen um die Genealogie der Götter doch recht wenig. Die Naturwissenschaftler, die wissensdurstig alle Säfte des Lebensorganismus untersuchten, waren zu verschieden von jenen Lyrikern und Sängern, Propheten und Wahrsagern, die mit immer neuen schönen Märchen die religiösen Gefühle ihrer Mitmenschen fütterten. Die Berufe Priester und Arzt trennten sich und fanden nie mehr zusammen. Obwohl sie ja in manchen Zügen bis auf den heutigen Tag Ähnlichkeit miteinander haben. Demokrits Familie war weit über Abdera hinaus angesehen. Als König Xerxes im Jahre 480 durch diese Stadt kam, litt er an einer Krankheit, vor der die Ärzte aus Susa, die ihre Könige auf seiner großen Feldzug begleiteten, ratlos waren. Ein Demokrit, wahrscheinlich der Vater oder Großvater unseres Philosophen, heilte ihn. Und Ärzte aus Abdera standen seit der Zeit in Susa in hohem Ruf. Das kam unseren Philosophen doch noch zugute, als er von Neugier und Abenteuerlust getrieben die ganze bekannte Welt bereiste und auch in alle Winkel und Ecken des großen persischen Reiches hineinschaute. Er war in Indien und im Kaukasus, im Skythischen Reich, im Sudan und in Äthiopien und er reiste mit Empfehlungsschreiben des Großkönigs, die ihm natürlich überall von großem Nutzen waren. Demokrit sagte von sich, dass kein Mensch auf der Welt so viel in fernen Ländern herumgekommen sei wie er. Und er war kein Prahler und Angeber. Er befreundete sich mit ägyptischen Mathematikern und Astronomen, mit indischen Philosophen und mit kaukasischen Ärzten und er lernte auf seinen Reisen, wissenschaftlich unbefangen und frei von konventionellen Fesseln, die Welt zu betrachten. So war er einer der ersten griechischen Ärzte, die Anatomie lernten und lehrten, indem sie tote Körper von Menschen und Tieren sezierten. Ein wissenschaftliches Forschen, das immer zu allen Zeiten von den Priestern aller Religionen als Frevel bezeichnet wurde, weil die Priester die einzigen zu sein wünschten, die aus den Eingeweiden von Tier oder Mensch ihre Weisheit bezogen. Wenn ich diesen Satz hinschreibe, klingt er mir heute unglaublich, aber er ist wahr. Wenn man wissen wollte, warum der Großvater stirbt, brachte man den Priester einen Ziegenbock oder ein Schaf und der Priester entnahm dem Opfertier die Leber, schaute sie sinnend an und gab dann Auskunft. Niemandem kam es komisch vor. Aber wenn ein Arzt eine Leber sinnend betrachtet, um herauszubekommen, welche Funktion sie wohl im Körper habe, dann galt das als Frevel gegen die Götter bis weit in die Neuzeit hinein. Demokrit schrieb ein Buch über Fragen der Biologie, über das Rätsel des Lebens. Er schrieb über die ägyptischen Geometrie, über den Rauminhalt von Kegeln und Pyramiden. Alle großen Geometriker, die nach ihm kamen, lernten von ihm und anerkannten ihn als einen genialen Physiker. Er schrieb auch Bücher über Gartenbau, über Kriegskunst, über Literaturgeschichte, über Musiktheorie und über Fragen der Moral. Karl Marx nannte Demokrit, über den er seine Doktorarbeit schrieb, den enzyklopädischen Kopf, den ersten universal gebildeten Menschen der Welt. Aber die christlichen Priester, 800 Jahre nach seinem Tod, nannten ihn ein Helfershelfer des Satans und keine Gelehrter des Altertums wurde leidenschaftlicher von ihm verfolgt. Sie vernichteten systematisch und mit Ausdauer alle seine vielen Bücher, wo sie sie auch fanden, so dass keiner eine einzige Schrift Demokrits die Nacht des Christentums überdauert hat. Alles, was wir von diesem Mann wissen, ist uns indirekt überliefert. Wir wissen aus den Auseinandersetzungen mit seinen Büchern, die viele Jahrhunderte lang die geistige Welt des Altertums bewegten. Als Demokrit nach Athen kam, um sich die Akropolis anzusehen und um seinen Landsmann Protagoras zu besuchen, war er erst 30 Jahre alt. Aber schon ein berühmter Gelehrter, dessen Ruf auch in den Salons der reichen Athener gedrungen war,
Als Aspasia, die erste Dame Athens, aus den Listen der fremden Polizei erfuhr, dass er eingereist sei, war sie neugierig darauf, ihn kennenzulernen, denn er sollte nicht nur ein gescheiter, sondern auch ein schöner und sportlicher Mann sein, der gerne lacht und andere lachen machte. Er kam gern, denn der Ruf der Aspasia, der ungekrönten Königin von Athen, war auch nach Abdera gedrungen. Es waren große Tage für Aspasia, als Demokrit in ihrem Salon über Religion und Götter redete. Er kannte alle Religionen, die es auf der Welt gab, und alle Götter gleich, ob sie als Katzen oder Falken, Stiere oder verehrt wurden, oder als Väter der Menschen, wie bei den Juden in Kanaan. Und er war der erste Mensch, den Aspasia kennenlernte, der nicht deshalb Atheist war, weil ihn die Geschichte über die Götter langweilten, oder weil er der Meinung war, dass diese Geschichte von der Albernheit des Zeus, von seinen Ehebrüchen, Betrügereien und Diebstählen die Moral der Menschen gefährdeten, sondern der Atheist war, weil er wusste oder zu wissen glaubte, wie die Welt und das Leben auf ihr entstanden war, weil er eine Theorie hatte, in der die Götter keinem, auch nicht den kleinsten Platz fanden, weil er Naturwissenschaftler war, war er Atheist. Die Welt ist aus Atomen zusammengesetzt, lehrte er. Man kann sie nicht sehen, nicht fühlen, nicht schmecken, aber die Wahrheit erkennen wir nicht durch sinnliche Wahrnehmung, sondern durch Denken. In keinem logischen Denksystem bleibt ein Platz für die Götter. Er war ein merkwürdiger Philosoph und ein ebenso merkwürdiger Arzt. Wie stellt man es an, fragte Aspasia, gesund und glücklich durch ein langes Leben zu gehen? Zu einem langen Leben und glücklichen Leben, antwortet er, gehört die ruhige Heiterkeit der Seele. Und man erwirbt sie, indem man Herr über seine Begierden bleibt und arbeitet. Das ruhige Gleichmaß eines tätigen Lebens ist der einzige Weg zu einem glücklichen, langen Leben. Die kluge Aspasia dachte lange über diesen Ausspruch nach und sie war sich mit ihren Freunden darüber einig, dass dieser Mann, mochte er noch so intelligent sein, doch nur ein halb barbarischer Provinzler war. Man gibt doch einer schönen jungen Frau, die in allem Luxus und Glanz und Schimmer lebt, den eine Stadt wie Athen nur zu bieten hat, nicht den Ratschlag zu arbeiten. Das ruhige Gleichmaß des tätigen Lebens in dieser hektischen, aufgeregten Zeiten, in dieser wirbelnden Stadt, von der man ständig den Eindruck hatte, dass sie vor Leben überkochte. Wo gab es denn so etwas? Aus Abdera musste man kommen, dieser kleinen Provinzstadt im fernen Thrakien, um so reden zu können.